So, herzlich willkommen zum Pilates. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zu Hause mitmacht oder die Aufzeichnung schaut. So, wenn wir den Ball zwischen den Füßen und Fußgelenken haben, je nachdem, wie der Ball aussieht, dann sind wir eigentlich hüftschmal ausgerichtet. Also gerade nach vorne laufen mit den Füßen und dann steh mal nur. Das Gefühl, richtig gut verwurzelt zu sein, nach unten die Füße gut breit nach unten wachsen lassen, sozusagen, als würden diese Wurzeln schlagen. Aber die Zehen sind lang und locker. Also vielleicht mal anheben, locker wieder ablegen. Und du fühlst den Großzehballen, den Kleinzehballen, die Ferse schiebt nach unten und so leicht nach außen. Wunderbar. Und wir gehen mit großen Schulterkreisen nach hinten. Schön weich, groß, fange ich immer gerne mit an, dass man den Körper erstmal so ein bisschen mobilisiert und fühlt, gerade auch nach hinten zu kreisen, weil man meistens ja vielleicht gesessen hat und die Schultern sind so weit nach vorne gefallen. Das heißt, wir richten uns erstmal wieder auf, bringen die Schultern nach hinten, unten und dann lass sie hier. Nacken wir schön lang und die Arme ziehen über die Seite nach oben hoch und hier ziehen die Schultern nicht hoch, sondern die sinken nach unten tief. Wir gehen in eine Beuge, Kniebeuge und wieder nach oben hoch. Das heißt, wenn wir jetzt nämlich die Arme oben haben, ist der Rücken wahrscheinlich recht lang. Und du gehst nur so tief, wie es für dich passt. Wunderbar. Man merkt, man kann nicht so richtig ausweichen. Die Knie wollen manchmal auch so ein bisschen nach außen ziehen, aber sie laufen jetzt eher gerade nach vorne. Einmal noch tief. Und dann komm einmal wieder zurück, lass die Arme sinken und roll dich nach unten tief. Der Kopf sinkt, die Schultern. Es geht Wirbel für Wirbel nach unten. Wenn du unten hängst, bring deine Hände in die Ellenbeuge. Mach hier so kleine Bounce-Bewegungen. Klein und fein. Und dann zieh dich rüber zur rechten Seite. Wieder nach vorne. Und links. Dann bleib hier vorne einmal hängen. Und gleich möchtest du Spannung in den Bauch bringen, in deinen Beckenboden, ins Powerhouse. Dann den Rücken strecken. Und von den Armen her ist es so, als würdest du dich einrahmen. Ne? So. Okay, und dann geh wieder nach unten tief. Das heißt, wir gehen nur auf halbe Höhe. Der Rücken verlängert sich, du rahmst dich hier ein und gehst wieder nach unten in eine tiefe Vorbeuge. Kraftvolle Mitte, zieh dich hoch und einatmen wieder tief. Die Beinrückseiten sind lang gestreckt. Wunderbar. Und gleich bleib in dieser Position, dass der Rücken lang ist und du dich so schön einrahmst. Von hier aus schau mal unter deine rechte Achselhöhle unterdurch. Also du gehst in eine Rotation und links. Einmal nach rechts geschaut, einmal nach links geschaut und dann wieder in eine tiefe Vorbeuge und lass die Arme hängen, weiche Knie, roll dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Komm in den aufrechten Stand. Ein Schulterkreis nach hinten, die Füße lösen sich vom Ball und der rechte Fuß kommt auf den Ball. Super. Die Arme ziehen über die Seite nach oben hoch und wir gehen wieder tief und wieder nach oben hoch. Geh wieder tief, es ist einfach instabiler. Du hast ja gar keinen Druck wahrscheinlich so richtig auf den Fuß. Tief, wenn es für dich zu wackelig ist, lässt du den Fuß auf den Boden. Ne? Tief und hoch. Wir bleiben tief. Mach hier so kleine federnde Bewegung. Jetzt merkst du das linke Bein, das Standbein hat viel Kraft, das braucht viel Kraft. Halte dich gut aufgerichtet. Nur noch zwei. Und komm langsam wieder zurück, lass die Arme wieder sinken. Wir tauschen. Linken Fuß drauf, beide Füße recht gerade nach vorne schauen. Die Arme ziehen über die Seite nach oben hoch, Schultern tief. Atme ein, ausatmen, geh tief. Und wieder nach oben hoch. Vorsichtig tief und Kraft wieder hoch. Man merkt, man schickt viel Kraft in das Bein, in den Fuß, um dich wieder gut nach oben aufzurichten. Und hoch, ein. So richtig lang machen, wenn du zurückkommst. Richtig kraftvoll durchstrecken. Zwei noch. Tief. Schieb dich hoch. Letzte Mal. Kraftvoll hoch. Und dann lass langsam wieder locker. Fuß lösen. Nach unten tief rollen, um den Ball aufzunehmen. Der Kopf sinkt, die Schultern. Es geht Wirbel für Wirbel nach unten. Schnapp dir den Ball und mit Ball roll dich einfach wieder nach oben hoch. Machen einfach nur Armkreise. Die Arme treffen sich oben. Der Ball geht in die andere Hand und wieder tief. Zieh dich lang nach oben raus. Sei ganz beweglich, frei in den Schultern. Wunderbar, nach oben hoch und wieder tief.
Eine Runde noch. Und dann, wenn die Arme oben sind, andersrum. Lang nach oben rausziehen. Versuch die Arme richtig gestreckt zu lassen. Schmeiß weg, mach nichts. Hol ihn einfach wieder oder kick mal zurück. Gut, einmal noch. Und dann machen wir weiter andersrum, aber wir treffen die Hände, treffen sich hinter Rücken. Und schön lang nach oben. Wir treffen sich hinter Rücken. Und lang. Schön. Versuch aufgerichtet zu bleiben. Leichte Kraft in der Körpermitte. Das Becken schiebt so leicht nach vorne, nicht ins Hohlkreuz fallen. Andersrum. Die Hände treffen sich wieder hinter dem Rücken. Und nach oben hoch. Schön. Einmal noch. Und dann bleibt der Ball hinten. Atme ein, ausatmen. Geh in eine Vorbeuge, also nur in eine halbe Vorbeuge quasi. Das heißt, die Arme ziehen lang nach hinten. Der Rücken ist lang, die Beinrückseiten sind gestreckt. Der Nacken ist halt so lang, dass du einfach auf den Boden schaust. Zieh die Arme richtig schön lang nach hinten raus. Wir machen Armkreise. Die Arme treffen sich vorne und die treffen sich wieder hinten. Pups, da war die Wand. Schön. Ich hoffe, ihr habt den Platz. Schön. Freie Beweglichkeit wieder in den Schultern. Eine wunderbare Größe. Wenn deine Arme gleich vorne in der Streckung sind, dann lass sie hier. Nur die Arme gehen tief Richtung Knie und ziehen ganz lang nach oben raus. Die gehen tief und schön in die Streckung nach oben. Und hier versuch mal wieder, während du die Arme hebst, die Bauchdecke so ein bisschen mehr reinzuziehen. Schön. Beim nächsten Mal lass die Arme einfach vorne. Der Rücken ist lang, Beinrückseiten, Arme richtig lang. Schieben, nach vorne strecken, halten. Nochmal tief ein- und ausatmen. Und lass erst die Arme sinken und dann roll dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben hoch in den aufrechten Stand. Dann befindet sich der Ball rechts an deiner Hosennaht außen. Also die Hand einfach fleckig drauf. Der linke Arm zieht nach oben hoch, die Schulter wieder tief. Atme hier ein, ausatmend, Seitneige. Und komm wieder zurück. Der Ball rollt einfach an deiner Hosennaht entlang nach unten. Und du ziehst dich richtig schön in die Streckung. Mach dich lang, lang, lang und länger. Der Arm bleibt gestreckt, aber er zieht rüber zur rechten Seite. Wenn du nächstes Mal hier bist, dann bleib hier. Mach so kleine federnde Bewegungen. Der Kopf geht in Verlängerung der Wirbelsäule mit. Das heißt, der ist auch schräg. Der Kopf schaut auch nach vorne und nicht nach unten oder weiß ich wohin, wenn es geht. Und dann halte dich hier einfach mal. Mal tief ein- und ausatmen. Und dann komm langsam wieder zurück. Beide Arme befinden sich oben mit Ball. Schultern tief. Die rechte Hand schiebt über den Ball nach oben rüber hinaus und wieder zurück. Und der linke Arm zieht nach oben. Das heißt, du möchtest die rechte und die linke Seite mal richtig auseinanderziehen. Streck dich. Noch ein bisschen höher. Das ganze Gewebe auseinanderziehen, die Faszien strecken. Einmal noch rechte Seite. Einmal noch die linke Seite. Und dann komm zurück und der Ball befindet sich an der Hosennaht links. Rechter Arm steigt nach oben auf und die Schulter sinkt. Atme vorbereitend ein und ausatmen nur Seitneige. Und komm wieder zurück. Lass den Arm schön lang und denk wieder dran, dass der Kopf einfach mitrollt. Und das Schöne ist, wenn der andere Arm nach unten zieht, dann haben wir auch hier in der Schulter so richtig viel Platz. Ja, das ist nicht so, dass die Schulter dann hochzieht, sondern du rollst den Ball an deiner Hosennaht entlang nach unten, um Raum zu schaffen. Und dann bleib in dieser Position und mach so kleine Bounce-Bewegungen. Schön die Länge fühlen, die Rippen so richtig nach außen ziehen. Zwei noch. Und dann halte einfach mal. Halte die Streckung und atme in eine offene Seite rein. Schön. Und dann komm langsam wieder zurück. Einmal locker lassen, zwei Schulterkreise nach hinten. Und dann kommt der Ball nach vorne, beide Hände. Halten ihn fest. Die linke Hand bleibt vorne ausgerichtet stehen und der rechte Arm nimmt den Ball mit nach hinten, schau nach hinten und komm wieder zurück. Rechte Hand bleibt stehen, während der linke Arm nach hinten geht und der Blick folgt. Und also ne, versuch nicht den Arm mehr nach hinten zu ziehen oder mehr nach vorne, sondern versuch ihn einfach, als würdest du dich hier irgendwo festhalten mit der vorderen Hand und der andere Arm zieht. Das heißt, du ziehst sie in so eine Adlerspannbreite mit einer wunderbaren Rotation. Die Augen laufen mit, das heißt, wir haben auch eine schöne Augenbeweglichkeit. Wunderbar, nach hinten ziehen.
Noch einmal die rechte Seite, zieh dich hier in die Streckung, in die Länge. Noch einmal die linke Seite auseinanderziehen. Und dann komm einmal wieder zurück, lass locker. Schulter kreisen nochmal nach hinten. Dann platziere den Ball im vorderen Bereich deiner Matte, um dich hinten auf deine Matte zu stellen. Wunderbar, hier nochmal wieder das Becken, ne, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Das Becken gut und gerade ausgerichtet. Schulter nach hinten, unten, Länge in der Halswirbelsäule, die Schultern sind breit und weit. Atme ein und ausatmen. Lass den Kopf sinken, die Schultern, die Bauchdecke zieht wieder sanft nach innen. Wenn du unten angekommen bist, dann bleib hier nochmal hängen, mach mal gerade gar nichts. Egal wie weit du nach unten rollen kannst, deine Vorbeuge ist genauso, wie sie jetzt ist, richtig. Der Kopf hängt, die Schultern sind entspannt. Atme ein und ausatmen, lauf mit beiden Händen nach vorne. Komm in die Brettposition. Wunderbar. Atme hier vorbereitend ein und ausatmen. Schieb das Becken nach oben. Richtig einmal durchstrecken. Und dann komm wieder ins Brett. Vom Brett aus machen wir einen Liegestütz. Schieben uns wieder hoch und gehen. Kleine Überraschung. Gehen nach oben in den Upstretch. Komm nach vorne. Hier, kraftvolle Körpermitte. Tief. Schieb dich wieder hoch. Ihr wisst ja, Pilates-like, ne, sind die Liegestütze, dass die Ellenbogen nicht nach außen ziehen, sondern die ziehen Richtung Rippen und dann schiebt die wieder hoch und wir bleiben im Upstretch. Habe mit den Händen etwas dichter zu den Füßen und ich hoffe, ihr habt den Platz jetzt alle. Achtung Heizung oder was auch immer hinter euch ist oder zu Hause die gute Warte, weil das rechte Bein zieht jetzt lang nach oben und kommt zurück und das linke Bein, zack. Rechts zieht lang nach oben raus. Und links. Und rechts. Und links. Noch einmal rechts, lang nach oben. Noch einmal links. Und dann. Komm mal erst auf die Knie. Vielleicht nach hinten schieben. Hände mal kurz lockern. Ja, schön. Und dann roll dich wieder hoch. Und über den Vierfüßler setzt die Zehen einfach um und schieb dich wieder nach oben in den Upstretch. Im Yoga heißt das herabschauender Hund, im Pilates Upstretch. Ne? Und jetzt möchten wir das rechte Bein nach oben heben und jetzt die rechte Ferse Richtung linke Pobacke gefühlt. Also es geht, das Bein wird angewinkelt jetzt und der Fuß zieht rüber. Das heißt, wir haben eine wunderbare Hüftöffnung, da wollen wir hin. Das Bein zieht rüber nach links. Also wenn es geht, ne, so richtig schön schwer rüberziehen, dadurch die ganze rechte Seite wunderbar in der Streckung und eine herrliche Hüftöffnung hier. Noch einen Atemzug lang halten, dann setzt den Fuß ab. Und das linke Bein geht lang nach oben, winkel das Bein an und zieh das rüber nach rechts. Und halte dich hier, streck dich. Die Arme sind schön lang, die Finger haben Kraft, auch die Fingerkuppen. Die Finger sind breit gefächert auf dem Boden. Schön. Genieß es, wenn das Bein so rüberzieht und du dich wirklich in die Länge ziehen kannst auf deiner linken Seite. Und dann hol das Bein zurück. In den Vierfüßler. Und nach oben hoch. Ha! Hände aufschütteln. Gut gemacht. Wunderbar. Wir nehmen den Ball. Wir haben hier im Studio auch immer Kniepads, ne? Wenn ihr immer Knieprobleme habt, dann könnt ihr euch die mitnehmen. Ansonsten kann man die Matte auch ein bisschen mehr aufrollen, ne? Weil man nicht so gut auf den Knien sein kann. Nur so zur Info. Die Arme ziehen über die Seite nach oben hoch. Schultern, Blätter tief. Atme ein und ausatmend, zieh dich mal lang nach hinten raus und komm wieder zurück. Dabei bleiben ungefähr Ohren und Oberarm auf einer Höhe. Der Blick bleibt nach vorne ausgerichtet oder schräg nach oben hoch Richtung Decke. Nicht den Kopf nach hinten reißen. Schön. Füße sind lang, wenn es geht. Sehr schön. Zwei nur noch. Nach hinten ziehen. Komm wieder zurück. Letzte Mal. Bauchdecke zieht rein. Und dann kommt zurück. Der Ball befindet sich jetzt in deiner rechten Kniekehle. Wir kommen in den Vierfüßler. Hier noch immer die Ausrichtung. Ellenbeuge, Schultern, Hände in einer Linie ausgerichtet. Und sonst Knie und Hüfte. Wir machen einmal einen Katzenbuckel. Richtig weit nach oben rausschieben. Halte dich mal kurz hier im Katzenbuckel. Und dann geh nochmal ins geführte Hohlkreuz. Blicken nach vorne. Rausschieben aus den Schultern, nicht reinfallen. Und von hier aus zieh dann die Wirbelsäule in die Länge. Dabei geht der Blick auf den Boden.
Gut. Und wir heben das rechte Bein an, ziehen es nach oben hoch und wieder tief. Super. Nach oben rausziehen und das Knie so ein bisschen mehr unter den Körper ziehen, ohne dass die Wirbelsäule sich bewegt. Wunderbar. Nur in der Hüfte. Ranziehen und nach oben. Ein- und ausatmen hoch. Ein- ranziehen, ausatmen hoch. Dein Tempo. Grundsätzlich dein Tempo. Deine Zeit, dein Körper, dein Training. Einmal noch. Ranziehen. Zurück. Lass das Knie sinken und heb das Bein nach außen und wieder zurück. Nach außen heben, zurück. Zwei noch. Nur nach außen ziehen. Und beim nächsten Mal beginnt zu kreisen. Heb das Bein nach außen und dann beginnen so richtig schöne große Kreise zu machen. Das ganze Hüftgelenk zu mobilisieren. Lass den Körper stabil. Insbesondere die linke Seite. Da fällt jetzt die Hüfte nicht nach außen, sondern die soll in dieser Position bleiben. Dann kreist man andersrum. Das heißt, du musst hier das von der Idee her die Hüftpfanne, also den Oberschenkelkopf so gut an der Hüftpfanne halten. Letzte Runde. Und dann nimm einmal den Ball raus. Rechte Hand bekommt den Ball. Der Arm ist gestreckt. Und dann geh einfach mal nach vorne in die Dehnung. Zieh dich wieder zurück. Der linke Arm beugt, der rechte Arm zieht lang nach vorne und wieder zurück. Schön, genieß es, so mittig über den Ball zu rollen. Das kann man zu Hause natürlich auch mit der Pilatesrolle machen, wenn man den Ball nicht da hat. Schön, einmal noch nach vorne ziehen. Einmal wieder zurückkommen. Und der Ball befindet sich in deiner linken Kniekehle. Bau einen guten Vierfüßler auf, Finger wieder breit gefächert, schieb dich raus aus den Schultern, heb das linke Knie und dann pendelt das Bein. So leicht unter den Körper ziehen und nach oben hoch Richtung Decke. Ranziehen und nach oben hoch. Ein- und ausatmen. Also ein Pilatesball zu Hause zu haben, ist auch mal richtig schön, weil den kann man überall mit hinnehmen. Kann man mit in den Urlaub nehmen, falls ihr noch fahrt. Wunderbar. Wenn man wenig Luft drauf hat, kann man auch immer gut drauf sitzen. Also während einer langen Autofahrt, ne, dass es ein bisschen platter ist, einfach in den Rücken rein oder wirklich drauf sitzen oder auf dem Schreibtischstuhl und dann nach außen heben, zurück. Wunderbar. Was auch gut geht, ich habe das immer im Auto oder wir fahren jetzt ja mal mit dem Camper, habe ich auch so diese Sitzkissen, ne, die Balancekissen und dann entweder im Rücken oder ich sitze drauf. Wunderbar drücken. Und dann kreisen. Schöne, große, geschmeidige Kreise hier. Im Gefühl, auch hier das ganze Gelenk zu mobilisieren. Mit dem Gefühl, ganz viel Gelenkschmiere, Synovia zu produzieren. Und andersrum kreisen. Grundsätzlich hörst du mal auf, wenn es dir zu viel wird. Letzte Runde. Und dann nimm den Ball raus. Linke Hand bekommt den Ball, mittig drauf und dann roll nach vorne. Der rechte Arm beugt, der linke zieht lang nach vorne und wieder zurück. Ausatmen, schön in die Länge und komm wieder zurück. Zwei noch. Verlängern, verlängern, verlängern. Zurückkommen, ein letztes Mal. Lang nach vorne ziehen, genieß es. Ein Stretch in der Schulter und im Rücken und dann komm langsam wieder zurück. Und wir gehen in die Bauchlage und nehmen den Ball mit nach vorne. So. Die beide Arme sind nach vorne gestreckt und unter der rechten Hand, die für breit gefächert, befindet sich der Ball. Die Arme sind so leicht auseinander wie so ein kleines V. Die Beine sind parallel, die sind relativ dicht. Zwischen den Füßen passt nur deine Faust. Dann beginn einfach mal mit der rechten Hand Druck auszuüben, nach unten zu drücken und wieder zu lösen. Einfach reinschieben. Während du den Druck ausübst in den Ball, möchtest du die Bauchdecke reinziehen, die Rippen leicht zueinander und den Beckenboden aktivieren. Das heißt, du übst erstmal wieder die Kraft in deiner Körpermitte aufzubauen, dein Powerhouse, dein Kraftzentrum zu fühlen. Einmal noch. Wunderbar, dann tausche einfach nur mal den Ball rüber auf links. Atme ein und ausatmend, gib Druck in den Ball und löse wieder.
Während du Druck in den Ball gibst, Bauchdecke, Rippen, Beckenboden. Der Nacken ist lang, Stirn Richtung Boden. Fühl mal die Armlinie, die Kraft hier. Einmal noch. Dann tausch rüber auf rechts. Schultern ziehen natürlich tief. Während du rechts in den Ball drückst, heb das linke gestreckte Bein an und wieder zurück. Heb das linke gestreckte Bein nach oben. Und ich hätte gern, dass du fühlst, dass dein linker Beckenkamm liegen bleibt. Du das rechte Bein mehr stabilisierst, den Fußspann mehr in den Boden schiebst und auch vielleicht dadurch die linke Hand so ein bisschen mehr in den Boden schiebst. Einmal noch. Super, dann tausch. Geh in die andere Diagonale, linken Arm, rechtes Bein. Atme ein, also erstmal die Schultern wieder schön tief. Bauchkraft und das rechte Bein hebt, während du den Druck ausübst mit deiner linken Hand in den Ball hinein. Das macht dabei deine rechte Hand und dein linkes Bein oder der linke Fuß. Hast du auch hier das Gefühl, dass der Fußspann mehr in den Boden schiebt, um das Becken gut und stabil zu halten? Einmal noch. Und dann komm zurück. Nimm den Ball einfach mal nach vorne. Das Becken schiebt einmal nach rechts, links, hin, her, hin und her. Wunderbar. Dann schieb den Ball nach vorne. Beide Hände fassen ihn. Schultern sind tief. Und dann drück ihn so leicht zusammen und heb beide Beine. Und wieder zurück. Die Beine heben, aber die ziehen nicht nach außen, sondern die Füße ziehen energetisch zueinander. Ja. Wunderbar. Zwei noch. In den Ball drücken. Schön, der Ball darf sonst auch liegen bleiben. Es gibt nur so einen leichten Druck in den Ball. Und dann lass die Beine oben. Geh ins Swimming. Kleine Paddelschläge. Nacken ist lang. Zwei, dreimal noch. Ja, schön. Und dann lass locker, das Becken kippt nach rechts, links, wie so ein Uhrwerk. Jetzt möchten wir wieder Armkreise machen. Quietsch, das Mikro mal so ein bisschen wegschieben. Wir heben die Arme gleich leicht raus und beginnen wieder, die Arme möglichst lang zu lassen und zu kreisen. Also rausheben und dann beginnen zu kreisen. Lang nach vorne, rausheben. Du erhöhst den Oberkörper ein bisschen höher, wenn der Ball nach hinten zieht. Und zwar gestreckte, lange Wirbelsäule. Der Blick bleibt auf den Boden gerichtet. Also richtig rausziehen dann und wieder tief. Rausheben und tief. Andersrum kreisen. Schön, noch zwei. Letzte Mal, dann bleibt der Ball hinten auf dem Rücken. Und wir ziehen uns leicht nach oben hoch und wieder tief. Kraftvolle Körpermitte, zieh dich raus. Die Schultern ziehen schön nach unten, der Rücken ist lang. Und nicht den Kopf zu hoch reißen, sondern den Blick eher nach vorne, Mattenkante oder auf dem Boden lassen. Einmal noch. Rausziehen und dann streck einen Arm aus und leg dich auf die Seite. Einmal kurz die Beine angewinkelt, um den Rücken zu entlasten. Mal tief durchzuatmen. Wunderbar. Und jetzt nehmen wir schon die obere Hand und stützen uns leicht hoch, weil wir platzieren jetzt den Ball unter die Rippen. Gut. Und da müssen wir auch mal schauen, welche Größe hat der Ball. Jetzt legen wir uns nämlich wieder ab. Und das untere Bein bleibt angewinkelt, das obere Bein streckt. Und der obere Arm zieht jetzt zur unteren Hand. Und die untere Hand nimmt sich die obere Hand. Und du ziehst dich hier mal selber in die Streckung. Genau. Fühl die Länge, die ganze fasziale seitliche Kette, die Laterallinie richtig lang ziehen. Einmal noch schön tief ein- und ausatmen. Wunderbar. Und dann geht der obere Arm nach oben hoch Richtung Decke. Die untere Hand hat guten Kontakt mit dem Boden, weil du unterstützt es gleich, indem du das Bein jetzt erstmal hebst, das obere Bein. Das obere Bein sinkt und der obere Arm zieht nach oben zum Oberschenkel. Ich zeige das mal, bevor ich mich hier mit dem Mund vor sich labere, wenn keiner weiß, was ich will. Und dann geht es wieder in die Länge. Der Arm zieht dich hoch
und komm wieder zurück. Wunderbar. Und da ist wirklich so ausschlaggebend, wie ist der Ball platziert, dass ich so das Gefühl habe, der bietet mir die Unterstützung, um hochzukommen. Sehr schön. Du brauchst nicht ganz hochkommen, ne? Kannst du aber, also wenn du merkst, das geht, dann mach das gerne. Ansonsten schön Tiefenmuskulatur mitnehmen. Schön. Zieh dich in die Streckung und dann heb dich lang raus. Voll gut. Zwei noch, wenn ihr mögt. Sonst macht die Bewegung kleiner. Ist auch manchmal nicht so ganz ohne, wenn man das nicht so gewohnt ist. Und dann bleiben wir oben oder kommt einfach nach oben. Und das obere Bein geht nach vorne. Das andere bleibt angewinkelt. Schön. Sehe ich euch mal wieder. Wir legen den Ball neben das unser gestrecktes Bein. Der andere Arm schwebt da so leicht drüber. Wir machen eine Abwandlung von der Säge. Das heißt, wir schieben den Ball nach vorne und nehmen den anderen freien Arm, der zieht nach hinten und kommt so wieder zurück. Schieb den Ball nach vorne Richtung Fuß. Und dann denk wieder an ganz, ganz viel Länge. Zieh dich auseinander, schau deine Hand hinterher und bleib grundsätzlich in deinem Tempo. Schöne lange Bewegung nach vorne ziehen. Komm langsam wieder zurück. Zwei noch. In die Länge. Komm wieder zurück. Ein letztes Mal lang nach vorne, bleib hier. Der hintere Arm macht so kleine Bounce-Bewegungen und der Blick geht mit nach hinten. Zieh dich schön lang. Wunderbar. Noch 4, 3, 2, 1. Komm einmal wieder zurück. Lass locker. Schön. Hol das Bein zurück. Locker mal aus. Die Füße aufsetzen. Den Ball zwischen beide Knie platziert. Die Hände an die Knie bringen, um erstmal deinen Rücken zu verlängern, nach oben rauszuziehen, Schultern schön tief, atme ein und ausatmen, es ist nur der Rücken, der mal so schön rund wird und dann zieh dich wieder zurück nach oben in die Streckung. Runde die Wirbelsäule, ich muss mal leider einmal das Fenster schließen. Die anderen bleiben auf, keine Sorge. Also, Rücken wird rund. Die Arme verlängern. Zieh dich wieder nach oben hoch. Und dann bleib gleich rund. Bauchdecke zieht mit rein. Blick ist nach vorne ausgerichtet. Löst die Arme. Der rechte Arm geht nach oben hoch und wieder tief. Und links. Und tief. Während du den Arm hebst, drücken die Knie den Ball zusammen. Knie drücken den Ball zusammen, der Arm hebt. Und dann ist es mehr die Zentrumskraft. Ne? Du hast das Gefühl, durch eine kraftvolle Mitte fällt es dir recht leicht, den Arm nach oben zu heben. Lust auf beide Arme? Yes. Schön. Bauch ist aktiv. Bauch heißt dann auch die Rippen und den Beckenboden. Powerhouse. Zwei noch. Rausheben. Während die Arme heben, sinken die Schulterblätter nach unten. Und dann komm zurück und lass locker. Schön, wir legen uns auf die andere Seite. Wir platzieren den Ball wieder unter die Rippen. Mach sie erstmal bequem, dass das obere Bein streckt. Und die untere Hand nimmt sich gleich das obere Handgelenk und ziehst dich selbst so wunderbar in die Streckung. Hier erstmal bleiben, atmen, genießen, das Öffnen oben der Rippen. Schön. Zwei tiefe Atemzüge. Einfach mal halten. Wunderbar. Wir lösen die Hand, bringen den Arm nach oben, hebt das Bein, lass das Bein sinken und die untere Hand hat wieder so ein bisschen Kraft. Zieht die erstmal so ein bisschen hoch und wieder zurück. Und der Arm zieht rüber. Vielleicht geht es jetzt jedes Mal so ein bisschen höher. Genau. Und ich nutzt einfach den Boden, also auf der Matte, ich habe eine Yogamatte da drüber, die stoppt immer sehr. Da ist es ziemlich schwierig zu gleisen so über die Matte. Und schön lang. Heb dich nach oben raus. Und wieder wunderbar in die Streckung. Dein Tempo. Du kannst dich auch nur so ganz leicht anheben. Du musst gar nicht ganz hochkommen. Du entscheidest. Wie fühlt es sich an? Zwei noch. Zieh dich lang raus.
Schön. Wunderbare Beweglichkeit im ganzen Brustkorb. Heb dich raus, dann bleib oben oder komm hoch und bring das vordere, das gestreckte Bein nach vorne. Das andere Bein ist angewinkelt. Der Ball befindet sich an deinem Außen, an deinem gestreckten Bein. Die freie Hand schwebt darüber. Atme ein, ausatmen, schieb den Ball nach vorne, geh in die Vorbeuge, aber nimm den Blick mit nach hinten und die Hand mit nach hinten. Und wieder zurück. Also der freie Arm schwebt nach hinten, wie so eine riesige einladende Bewegung. Komm wieder zurück. Lang. Und komm wieder zurück. Schön. Länge, Länge, Länge. Den Arm schön weit und frei nach hinten ziehen und gleich bleib in dieser Position. Mach so kleine Bounce-Bewegungen nach hinten ziehen. Schön den Blick mitnehmen. Schön. Ziehen, ziehen. 5, 4, 3, 2, 1. Halten. Auseinanderziehen. Atmen. Und komm langsam einmal wieder zurück. Wunderbar. Einmal lockern. Und dann befindet sich gleich der Ball zwischen deinen Schulterblättern. Oder es geht eben auch zu Hause mit der Rolle, falls ihr keinen Ball da habt. So. Und die Hände gehen an den Hinterkopf. Genau. Wenn du gleich das Gefühl hast, ne, das ist nicht so richtig gut, dann lohnt es sich immer, so ein bisschen mehr nach vorne oder nach hinten zu kommen, also eine andere Position zu suchen. Und jetzt geh einfach mal in eine Rückbeuge. Und die Ellenbogen weit nach außen ziehen. Der Kopf wird gut getragen von deinen Händen. Und dann komm mal wieder nach oben hoch und geh wieder nach unten tief. Wenn sich das jetzt irgendwie nicht gut anfühlt, dann wechsel nochmal. Rutsch höher oder tiefer auf den Ball. Und irgendwo hat man immer so guten Dreh- und Angelpunkt, wo man sich gut hochziehen kann und gut in die Rückbeuge gehen kann. Und wenn du mal die Augen schließt, mach einfach so weiter. Zieh dich nach oben hoch und geh in die Weite nach hinten in die Öffnung. Und dann führe rein in deine Brustwirbelsäule und stell dir vor, dass sie jetzt richtig breit grinst, weil die das bestimmt ganz wunderbar findet, in diese Rückbeuge zu gehen. Mit der Rückbeuge fangen wir an als Kleinkind, als Baby, wenn wir den Kopf heben. Ne, wenn wir in der Bauchlage sind, wir heben den Kopf und heben langsam immer ein bisschen höher, weil wir immer neugieriger werden auf die Welt. Wenn wir auf Entdeckungstour gehen. Von daher ist immer Rückbeuge für die Wirbelsäule ein Traum und das machen wir meistens im Alltag ein bisschen weniger. Und dann bleibt gleich aber oben, zieh die Ellenbogen so ein bisschen weiter nach vorne, um den Nacken zu stützen und zu verlängern. Von hier aus gehen beide Beine hoch auf 90-90. Atme ein und ausatmen, schieb nur mal das rechte Bein nach vorne und in die Tiefe und zieh das Knie wieder zurück. Das linke Bein geht in die Streckung und tief und komm wieder zurück. Rechte Bein vor. Zurück. Auch hier möchten wir immer die kraftvolle Mitte haben. Wenn du es nicht so hast, dann kannst du auch das Bein einfach nur so ein bisschen strecken, ne? Oder es geht mehr nach oben. Also pass so ein bisschen auf dich auf, weil wenn das Bein tief nach unten geht, dann braucht man schon wirklich so ein bisschen Kraft in der Körpermitte. Einmal noch. Rechts lang nach vorne und tief und links lang nach vorne und tief. Beide Beine strecken nur und beugen. Sie strecken so schräg nach vorne. Wenn das nicht so deins ist, dann streck sie auch hier wieder nach oben hoch Richtung Deck. Und ansonsten versucht man immer so ein bisschen tiefer zu kommen. Aber nur so weit, wie du merkst, du hast wirklich Kraft im Bauch, um die Beine, um diese lange Hebelwirkung nach vorne gut halten zu können. Einmal noch lang. Und dann setz doch die Füße ab und geh in eine Rückbeuge und bleib hier. Ellenbogen weit nach außen, den Kopf trotzdem gut tragen. Aber auch da ist natürlich die Höhe des Balles immer entscheidend. Ne? Manchmal, wenn der Ball nicht so prall ist, dann kann man vielleicht sogar mit den Händen und dem Kopf auf den Boden kommen und dann noch mehr sich in die Weite ziehen. Wunderbar. Nochmal schön tief ein- und ausatmen. Dann roll dich mit dem Oberkörper wieder hoch. Wunderbar. Und dreh dich noch einmal nach rechts. Und danach verschraub dich mal nach links. Verschraub dich nach rechts. Versuch hier die Ellenbogen relativ weit zu lassen und nach links. Schön. Dann bleib gleich mittig und heb gleich nur mal das linke Bein auf 90-90 an. Während du den Oberkörper jetzt nach rechts verschraubst, geht das linke Bein nach vorne in die Tiefe
Und dann komm wieder zurück. Also gleiche Seite immer, ne? Du verschraubst dich, ziehst dich schön weit auseinander, kommst wieder zurück. Ausatmen, verschrauben. Ein, wieder zurück. Zwei noch. Schöne aktive Drehung hier. Letzte Mal. Herrlich. Komm zurück, setz den Fuß ab. Heb das andere Bein auf 90-90. Atme ein. Ausatmen, verschraub dich im Oberkörper. Schieb das Bein nach vorne und in die Tiefe. Schön verschrauben. Wenn es dir zu viel ist mit Oberkörper und Bein, dann nimm doch nur den Oberkörper. Dann lass den Fuß einfach stehen. Sehr schön. Zwei noch. Drehen. Zurückkommen. Letzte Mal. Und dann Beuge. Schön in die Weite, in die Öffnung. Herzöffnung. Schön. Noch einmal richtig tief ein- und ausatmen. Und dann roll dich mit dem Oberkörper wieder hoch. Zieh die Ellenbogen leicht nach außen. Zentriere dich. Bring die Beine hoch auf 90-90. Atme ein, ausatmen, schieb beide Beine lang nach oben, gerne die Füße geschlossen und wieder zurück. Lang nach oben und wieder zurück. Bleib lang oben und jetzt nur die Füße, die machen Flex und Point. Flex und Point. Bei dir ist der Blick durch die Beine durch, nach vorne ausgerichtet. Ich habe nur so leichte U-Beine, von daher kann ich da ganz gut durchschauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, meisten auch. Manchmal hat man auch keine Sicht. Gut, einmal noch. Lass die Füße in der Flexion. Bevor ich stelle dein Lieblingsgetränk auf deine Füße. Die Beinrückseiten haben wir jetzt wunderbar lang. Wie so ein Stehtisch. Einen Atemzug lang noch halten. Wenn es zu schwer wird, immer lösen. Und dann lass locker. Rückbeuge. Kopf gut tragen. Einen tiefen Atemzug lang. Wunderbar. Dann kommen einmal hoch und vorsichtig zur Seite rollen, sodass du den Ball rausnehmen kannst. Leg dich wieder ganz gemütlich auf den Rücken und platziere den Ball zwischen deine Knie. Falls du ein Softband haben solltest oder irgendwas, was jetzt stört oder eine Spange, dann gerne rausnehmen oder nach oben auf den Kopf tügeln. Und jetzt möchte ich nämlich so, dass der Hinterkopf schön breit aufliegt und dein Kinn sinkt Richtung Brustbein. Schön. Weite und entspannte Schultern. Hier mal wirklich locker lassen, loslassen. Tief ein- und ausatmen. Ausatmen, drück nur die Knie, den Ball zusammen und du gehst in deine Zentrumskraft und löst wieder. Die Knie geben so einen leichten Impuls in den Ball. Das muss manchmal auch gar nicht so wahnsinnig doll sein. Den Nacken gut verlängert. Leicht zusammendrücken. Und dann möchtest du das wieder gut kombinieren. Also Füße stehen auf dem Fußboden. Genau, die Knie drücken den Ball zusammen und währenddessen möchtest du leg mal die Hände auf die Rippen. Genau, atme ein und ausatmen möchte ich nämlich, dass du die Rippen zueinander schiebst, die Bauchdecke zieht rein und der Beckenboden ist aktiv. Und löst mal wieder. Die Knie drücken zusammen, die Rippen ziehen zueinander, Bauchdecke flächig rein und Beckenboden. Darum ist es manchmal ganz schön, wenn man die Hände so auf dem letzten Rippenbogen hat und unterstützt dieses Zusammenziehen. Irgendwann machen das die Muskeln. Aber bis dies irgendwann soweit ist, kann man immer mit den Händen nochmal eine gute Unterstützung geben, dass man da wieder reinfühlt. Aha, da soll es dann irgendwann hingehen. Vielleicht geht es da auch bei dir hin. Auch wenn man das gut kann, ist es trotzdem immer nochmal eine schöne Unterstützung. Einzuatmen, ausatmen, Zentrumskraft. Und dann lass locker. Okay. Die Füße holen wir dichter ran ans Becken. Wenn es krampfig wird, bitte stell die Füße wieder weg. Der Nacken ist und bleibt lang, die Schultern sind und bleiben ganz breit. Atme ein, ausatmen, kipp das Becken und dann schäle dich Wirbel für Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Und jetzt stell dir vor, das Brustbein wird ganz weich, das schmilzt und du rollst deine Wirbelsäule langsam wieder nach unten tief und ganz zum Schluss das Becken wieder in eine gerade Position. Beginn das Becken zu kippen, zieh dich wie so eine Perlenkette nach oben raus. Und leg wieder Perle für Perle, Wirbel für Wirbel nach unten tief. Unten wieder das Becken gerade. Einmal noch. Das Becken kippt, du schälst dich nach oben hoch. Bleibst hier. Lass den Nacken schön lang und frei. Und jetzt ist das linke Bein
Der Fuß, den wir lösen, das linke Bein geht nach vorne in die Streckung. Beide Oberschenkel auf einer Höhe. Ausatmen, drücken beide Knie zusammen. Lösen wir. Zusammendrücken, lösen. Schön kraftvoll reinschieben. Kein Bein gewinnt. Beide haben gleich viel Kraft. Einmal noch. Dann setz links wieder auf. Roll dich erst einmal durch die Wirbelsäule nach unten tief. Unten das Becken wieder ausgleiten lassen. Beginn wieder richtig das Becken zu kippen. Der untere Rücken liegt jetzt auf und du schälst dich Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Linke Bein geht lang nach vorne, rechte Bein geht nach vorne. Und beide Beine drücken zusammen und lösen zusammen. Versuch das Becken auf dieser Ebene zu halten. Schön das Gewicht zwischen den Schulterblättern. Zwei noch. Nacken ist lang und frei. Einmal noch zusammendrücken. Fuß absetzen. Roll dich nach unten tief. Die Arme nach außen ausbreiten. Und dann kipp beide Knie mal nach rechts. Und mal nach links. Der Kopf rollt entgegengesetzt. Genieß den Twist im unteren Rücken. Schön nach rechts, nach links. Wunderbar. Einmal noch. Dann komm zurück zur Mitte. Nimm den Ball einmal zwischen den Knien raus. Der Nacken ist schön lang und frei. Und dann gehen beide Beine nacheinander hoch auf 90-90. Dein Kreuzbein ist schön breit geerdet, wie so ein Plateau. Atme ein und ausatmen und roll mit dem Oberkörper ein Stückchen hoch. Und jetzt ist es so, dass die Beine immer nach vorne gehen und wir wechseln immer. Also die Idee ist, du malst so eine 8 mit dem Ball, umkreist immer die Beine und du wechselst immer. Ein Bein zieht dran, ein schiebt weg. Und der Ball zieht immer unter durch. Wenn das für deinen Nacken irgendwie Stress bedeutet, dann leg ihn lieber ab. Andersrum. Ein und aus. Ein, aus. Sehr schön. Zwei Runden noch. Und dann leg dich doch einmal wieder ab. Den Kopf nach rechts und links wiegen. Sehr schön. Schön locker. Okay, Schultern sind breit und entspannt. Du merkst wieder dein Kreuzbein wie so ein richtig breites Plateau. Hast wieder so eine kleine Ameisenstraße unter deiner Lendenwirbelsäule. Von hier aus gehen die Beine nacheinander hoch 90-90. Super, atme ein, ausatmen, roll den Oberkörper hoch und führ beide Arme mal nach rechts. Komm wieder zurück, beide Arme nach links. Wieder zurück, beide nach rechts. Beide nach links. Einmal noch zu jeder Seite. Zur rechten Seite hochziehen und wieder ablegen. Linke Seite und wieder ablegen. Wunderbar. Und gleich bleiben wir oben und umkreisen, als würden wir die Beine mit dem Band verzieren oder umwickeln. Und bleiben hier und lassen den Ball einfach drumherum kreisen und stellen uns vor, wir binden da irgendwas Schönes drum. Gehen vielleicht noch ein bisschen höher. Oder mal ein bisschen tiefer. Andersrum. Super, zwei Runden noch. Und dann komm zurück. Lass locker. Kopf nach rechts und links wiegen. Schön. Dann heb das Becken und platziere den Ball unter deinem Kreuzbein. Von hier aus gehen nacheinander beide Beine nach vorne in die Streckung. Und beide Arme ziehen über die Decke. Lang nach hinten auf den Boden, Handrücken abgelegt. Wenn du magst, ziehst du dich wieder rechts und links, zwar richtig schön raus in die Strecke. Das Becken darf ein bisschen kippen nach rechts und links. Es geht nur um Länge. Einmal noch. Schön lang rausziehen. Und dann bleib einfach liegen und jetzt denkt man nur an Becken kippt. Das kippt weit nach rechts und weit nach links. Hier denkst du an die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Schön. Rüberziehen nach rechts, nach links. Soll sich einfach gut anfühlen. Einmal noch gemütlich zu jeder Seite kippen. Dann bleib gleich mittig. Hol die Arme einmal wieder zurück. Setz die Füße nacheinander auf. Nacken ist lang und frei. Kinn noch wieder ein bisschen mehr Richtung Brustbein. Und dann bring beide Beine nacheinander hoch auf 90-90. Atme ein, ausatmen, streck rechts. Und wieder beugen. Und links. Die Idee, die Zehenspitzen ziehen nach oben hoch Richtung Decke. Schön in die Länge. Noch einmal das rechte Bein nach oben gestreckt und gebeugt. Das linke Bein. Und dann wieder beide Beine.
Vor allem wieder haben wir noch gar nicht gemacht. Dann beide Beine so lang nach oben und wieder zurück. Und dann bleib lang oben, lass die Füße geschlossen und hol die geschlossenen, gestreckten Beine ran Richtung Oberkörper und geh wieder nach oben hoch. Richtung Oberkörper und wieder zurück. Ranziehen, zurück. Wir ziehen die Beine ran, aber diesmal mit geflexten Füßen. Und streck die Füße nach oben und flex die Füße, während die Beine ranziehen Richtung Oberkörper. Wunderbar. Schön, einmal noch. Und dann lass die Beine rangezogen mit geflexten Füßen. Mach hier so kleine Bounce-Bewegungen. Schön. Aber du hast immer noch diesen Kontakt mit dem Ball. Das ist so leicht, das Schaukeln auf dem Ball. Zwei noch. Und dann komm wieder zurück. Beide Beine gehen nach oben. Wir gehen von hier aus in die Grätsche nach außen und kommen wieder zurück. Die Grätsche nach außen, komm wieder zurück. Schön lang. Zurück. Wir bleiben außen und federn hier. Schön. Locker, locker, locker. Zwei, dreimal noch. Und dann bring die Beine nach oben. Halt den Ball fest mit beiden Händen. Ein Bein geht nach vorne, eins Richtung Oberkörper, wie so eine lange Scherbewegung. Und dann tausch. Als würdest du hier so riesige, lange Schritte oben an deiner Decke lang machen. Super. Richtig schön lang. Eins zieht ran Richtung Oberkörper, das andere geht lang nach vorne. Sehr schön. Also lange Schritte. Und gleich machst du ein bisschen von der Wand weg. Das ist die Windmühle quasi. Das heißt, wir machen einen langen Schritt und wechseln dann über außen. Machen einen langen Schritt und wechseln wieder über außen. Langen Schritt und wechseln. Jetzt bleib mal lang. Jetzt machen wir ganz schnell so einen Schritt, Schritt und über die Seite wechseln. Schritt, Schritt, über die Seite hängen lassen, wechseln. Viel mehr Bewegung geht nicht in der Hüfte. Locker und lang, lang, locker über außen hängen lassen. Zack, zack und über außen. Dein Tempo, ne? Nicht nur, wenn ich zack, zack mache, müsst ihr zack, zack machen, sondern ihr bewegt euch in eurem Atem- und Bewegungsrhythmus. Locker hängen lassen und lang, lang, locker über außen. Einmal noch. Lang, lang, locker über außen. Dann hol beide Beine ran Richtung Oberkörper, kleines Päckchen. Schön. Einmal hier halten. Unseren Rücken genießen, dass er wunderbar rund ist. Schön, noch ein Atemzug lang. Gut, dann setzt nacheinander die Füße ab. Lass die Füße einfach unten. Das Becken ist breit und gut geerdet in den Ball. Und wir machen so kleine Bounce-Bewegungen. Richtig so hüpfen, Federn auf den Ball, als wäre es so ein Popo-Trampolin. Ein bisschen nach rechts ziehen, ein bisschen nach links. Locker hin und her. Ganze Wirbelsäule ausschütteln, auslockern. Es gibt kein richtig, kein falsch. Schau, was dir gefällt und Spaß macht. Und dann halte einmal an und gib so richtig das Gewicht schwer rein in den Ball. Gut. Beide Füße stehen wieder parallel, die Knie ziehen. Wir zeigen lang nach vorne, gehen nicht nach außen. Das rechte Bein heben. Atme ein, ausatmen, schieb das Bein lang nach vorne und tief. Und hol es mal wieder zurück. Lang nach vorne und tief. Und wieder zurückholen. Lang nach vorne tief, zieh das Knie mal mehr ran und lang nach vorne tief. Ranziehen. Lang vor tief, zurückholen. Zwei noch, lang nach vorne. Letzte Mal. Dann setz den rechten Fuß wieder ab, heb links und das Bein geht lang nach vorne und tief und das Knie zieht ran. Lang nach vorne in die Tiefe und ranziehen. Und dann zieh mal die Bauchdecke schön nach innen. Lang nach vorne tief und ran. Sehr schön. Tief und ran. Zwei noch. In die Tiefe und ranziehen. Letzte Mal. Und dann setz den Fuß wieder ab.
Schieb das Becken nach rechts und links raus. So richtig, mal die eine Pobacke hat den Ball und die an die andere Pobacke. Du hast eine wunderbare Beweglichkeit hast in deiner Lendenwirbelsäule und im Becken. Ein richtiges Rausschieben, ganz aktiv. Einmal noch nach rechts, nach links rausgeschoben. Und dann lass das Gewicht wieder gut reinsinken. Und stell dir vor, dass deine Kreuzbein wäre wie so ein breites Plateau. Wunderbar in den Ball reinlassen. Und dann beginnen zu kreisen, Beckenkreise zu machen. Als würde unter deinem Becken eine Uhr sein. Wunderbar. Noch eine Runde in diese Richtung. Und dann kreis gleich mal andersrum. Schön, ganz beweglich und frei hier. Letzte Runde. Wunderbar. Dann hebt das Becken in den Ball einmal unter raus und fühl, wie gut sich das anfühlt. Einmal tief ein- und ausatmen. Sehr schön. Jetzt nehmen wir den linken Ellenbogen und den Ball zusammen. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite als Gegen, also dann geht die linke Hand gleich an den Hinterkopf. Und auf der anderen Seite ist halt rechte Knie. Du kannst auch beide Hände an den Hinterkopf bringen, ist vielleicht sogar noch etwas angenehmer. Und dann drücken jetzt Ellenbogen und Knie zusammen und du drehst dich vom Gefühl her mehr nach rechts. Und wieder zurück. Streck mal das linke Bein aus. Und jetzt drehst du dich rüber zur rechten Seite. Stell dir vor, das Knie bleibt hier und du drehst dich weiter rüber. Du möchtest ein bisschen mehr in deine schräge Bauchmuskulatur rein. Hallo, schräge Bauchmuskulatur. Schön, dich zu fühlen. Super. Und dann bleib hier rüber gedreht. Und jetzt sind es nur so kleine Bounce-Bewegungen, die du reindrückst mit dem Ellenbogen in den Ball. Dein Knie hält dem Stand. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm einmal zurück. Locker lassen. Durchatmen. Schön. Linke Knie schon bereit. Rechter Ellenbogen. Zusammen beide Hände an den Hinterkopf. Und dann drehe ich weiter nach links und komm wieder zurück. Dreh dich weit rüber nach links. Stell dir vor, ist wahrscheinlich sowieso dein rechtes Schulterblatt vom Boden gelöst. Und du drehst dich aber immer noch mal ein bisschen weiter rüber. Zwei noch. Und dann bleib in dieser Position. Jetzt sind so kleine Bounce-Bewegungen, dass du immer schön in den Ball schiebst. Schön. Kleine Kicks da rein. Noch 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Ablegen. Jetzt brauchen wir den Ball unter unserer rechten Ferse. Also nach vorne werfen, vielleicht bleibt er da. Und dann die rechte Ferse drauflegen. Also wirklich versuchen, mal mittig in den Ball zu legen, die Ferse, die Schultern ganz entspannt und breit. Alles ablegen, loslassen, locker lassen. Und dann ist es die rechte Ferse, die in den Ball schiebt und wieder löst. Die rechte Ferse schiebt in den Ball, löst wieder. Bauchdecke zieht mit rein. Rippen, Beckenboden. Nacken ist frei, Gesichtszüge entspannt. Einmal noch. Wenn du nächstes Mal mit deinem rechten Bein aktiv bist, die Beinrückseite aktivierst und in den Ball schiebst, heb das linke Bein nach oben Richtung Decke und dann lass es wieder sinken. Hebt das Bein nach oben hoch Richtung Decke. Das sinkt zwar aber nur auf Höhe des rechten Beines und geht mit geflextem Fuß nach oben und mit gestrecktem Fuß nach unten. Das rechte Bein ist nur noch zum Halten da. Ne? Du hast eine Aktivität in der Beinrückseite. Ganz rückwärtige Kette. Und jetzt federt das Bein nach. Wenn es ranzieht, ran, ran und nach vorne. Tief, tief. Ein, ein. Und atme aus, aus. Einatmen, einatmen. Aus, aus. Zweimal durch die Nase ein. Zweimal durch den leicht geöffneten Mund aus. Und was du fühlen solltest, ist eine wunderbare Aktivität in deiner Körpermitte. Wenn das Bein in dieser Tiefe federt, auch hier ist es wieder so eine lange Hebelwirkung. Das heißt, wir brauchen hier unsere Zentrumskraft. Wunderbar. Einmal noch. Tief, tief. Hoch,
hoch und dann legt das Bein ab. Zwischen beiden Füßen befindet sich der Ball. Füße können wir weich nach außen kippen. Einfach mal halten. Beide Hände gehen gefächert an den Hinterkopf. Die Ellenbogen ziehen nach außen. Atmen hier ein. Ausatmen, zieh die Bauchdecke rein in den Beckenboden, roll dich nach oben hoch und schau einfach nach vorne Richtung Ball und komm wieder zurück. Und es ist kein Hochreißen, sondern es ist ein Hochrollen, nur Kopf und so leicht den Schultergürtel anheben, weil auch hier tauchen die Rippen ein, die Bauchdecke zieht rein, ne, das Becken soll in dieser Position bleiben und wieder zurück. Letzte Mal, nur eine schöne Länge in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Komm zurück, Arme wieder ablegen, linke Ferse in den Ball. Und jetzt üben wir mit deinem linken Beinrückseite mal so einen Druck aus. Du schiebst in den Ball und löst wieder. Schön kraftvoll in den Ball schieben, lösen. Schultern entspannt. Manchmal muss man das dem Körper immer wieder sagen. Und das ist die Kunst beim Pilates, lass alles das locker, was du nicht brauchst. Also jetzt ist im Moment hier nur das linke Bein aktiv. Das heißt, Gesichtszüge sind entspannt, der Schultergürtel, beide Arme, der Rücken, alles ist locker. Und jetzt hebt gleich das rechte Bein nach oben an und lass es beim ersten Mal wieder komplett auf den Boden sinken. Und jetzt hebt das Bein mit geflextem Fuß und mit gestrecktem Fuß tief bis knapp über den Boden. Ein nach oben und aus nach unten tief. Lass deine Halswirbelsäule lang, wenn das Bein nach oben steigt. Beobachte das mal, ob du mit deinem Nacken in Überstreckung gehst oder ob du diese Position halten kannst. Und wir fühlen nach. Wir ziehen ran, ran und gehen tief, tief. Ein und aus, aus. Ein und aus, aus. Zwei noch. Ein, aus, aus. Letzte Mal. Hoch, hoch, tief, tief. Locker lassen. Der Ball befindet sich zwischen beiden Füßen. Die Füße fallen weich nach außen, beide Hände an den Hinterkopf. Atmen vorbereitend ein und ausatmen. Zieh dich mal hoch zur rechten Seite. Komm wieder zurück. Und zur linken Seite. Und wieder zurück. Zieh dich hoch zur rechten Seite. Sehr schön. Und wieder tief. Und links. Und jetzt stell dir mal vor, dass du jedes Mal das Schulterblatt so ein bisschen mehr anheben möchtest. Auf der diagonalen Seite. Also nach links gezogen ist das rechte Schulterblatt vom Boden gelöst, wenn es geht. Ne? Einmal noch zu jeder Seite. Hoch. Zurück. Letzte Mal. Komm zurück. Einmal wieder ablegen, mit den Füßen den Ball ranholen, die Hände in den Ball, die Beine gehen wieder in die Streckung nacheinander und wir platzieren den Ball unter den Kopf. Das heißt, so ein bisschen mehr in den Nacken schieben. Meiner ist jetzt relativ hoch, aber es ist, wie es ist. Schultern sind schön locker und weit. Und jetzt möchtest du den Kopf ganz weit rüberrollen lassen zur rechten Seite, zurück und ganz weit rüber nach links. Ganz weit rüber nach rechts. Dadurch hast du eine wunderbare Beweglichkeit in der Halswirbelsäule, aber auch in unserem Kopfwindermuskel, der fast immer zu kurz ist, weil wir den Kopf meistens ein bisschen mehr nach vorne hängen lassen. Schön. Ihr liebt diese Dehnung, Streckung. Und ich weiß, es ist immer auch schön mit geschlossenen Augen, aber vielleicht magst du die Augen mal mitnehmen, dass du auf den Fußboden schaust, neben deiner Schulter. Auf beiden Seiten. Und man empfindet das immer meistens als ziemlich anstrengend, die Augenmuskeln so weit zu bewegen. Aber auch die Augenmuskeln brauchen immer ganz viel Training. Einmal noch. Komm zurück zur Mitte und beginn hier mal einen Kreis oben an die Decke zu zeichnen. Also gefühlt mit deiner Nasenspitze oben an die Decke zu zeichnen. Wunderbar. Mit der Idee, deinen Kopf auf deine Halswirbelsäule zu balancieren. Kreis mal andersrum. Letzte weiche Runde. Und dann ist es eine Ja-Bewegung. Wunderbar. Noch einmal so eine schöne lange Ja-Bewegung.
Und dann, je nachdem, wie hoch der Ball ist, den Ball unter rauszunehmen für die Endentspannung. Schau mal, ob der irgendwo hin soll oder ob du ihn einfach zur Seite legen möchtest. Also wenn der relativ platt ist oder du lässt dann die Luft raus, dann ist es auch tatsächlich nett als Kissen. Ansonsten ist der meistens zu hoch. Und der macht gar nichts, außer mir Bescheid zu sagen, wenn ich noch Fenster zumachen sollte. Ich heiße jetzt hier ein Ja hier. Und zu Hause, schau mal. Ja, machen wir diese beiden jetzt, ne? So, ist es so in Ordnung? Ja. Richtig so gemütlich hin wie eben möglich. Deine Position, wo sollen die Arme hin, auch wenn ich mal sage, legen sie doch gerne neben deinen Körper ab, mit den Handflächen nach oben, muss das nicht deins sein. Wenn du sagst, nee, ich habe sie gerne hinterm Kopf oder auf dem Bauch oder wo auch immer, oder gedreht, schau, was für deine Position, für deine gemütliche Lage die beste ist. Beobachte deine Atmung. Dass dein Atem mehr und mehr zur Ruhe kommt. Geh in die Nasenatmung über, in die ganz natürliche Atemform. Wie wir am Tage atmen sollten und natürlich in der Nacht. Dass die Zunge oben am Gaumen Platz hat, dass du den Zungengrund entspannen kannst und die Kiefermuskulatur ganz weich und locker ist. Lass Ruhe entstehen. Denk dir mit der Einatmung lass und mit der Ausatmung das Wort los. Einlass, aus, los. Einlass und aus, los. Richtig schön tief in den Boden sinken. Lass dich fallen mit der Gewissheit, dass deine Matte und der Boden dich wunderbar trägt. Stell dir vor, mit jeder Ausatmung darf die Auflagefläche deines Körpers größer werden. Richtig schön weich und geschmeidig reinsinken lassen. Lass die Muskeln ganz locker, die Faszien, die Knochen sinken nach unten. Fühl, wie dein Rücken aufliegt. Dass die Füße weich nach außen fallen, um in den Hüftgelenk, in der Hüftmuskulatur loszulassen. Wir haben heute auch viel Hüfte gemacht, von daher ist sie bestimmt ganz dankbar, wenn die Füße einfach nach außen fallen dürfen und du hier mal loslässt. Lass den Nacken ganz breit, ganz weit, ganz lang, die Schultern ganz entspannt, fühl, wie lang und schwer dein rechter Arm aufliegt und die Hand. Und der schwere linke lange Arm und die Hand. Dein Rücken. Entspanne den Bauch und die Bauchorgane. Fühl, wie dein Po aufliegt. Das lange, schwere rechte Bein und der Fuß. Und das schwere linke lange Bein und der Fuß. Genieß das Gefühl der inneren Ruhe. Lass das Gefühl der inneren Ruhe größer werden. Stell dir eine Weite im Herzen vor, eine Herzöffnung. Schicke in diesem Bereich ganz viel Liebe und Dankbarkeit. Stell dir vor, dein geistiges drittes Auge, der Punkt zwischen deinen Augenbrauen, dass du hier mit diesem Auge ganz entspannt bist und das Gefühl von Klarheit hast. Von Weitsicht, von Helligkeit, Größe und Raum, von Gelassenheit. Und stell dir mal vor, dass deine Füße die Wurzeln sind, wie von einem Baum, und die Füße, auch wenn du so in dieser Position liegst, dich gut erden.
dass du dich kraftvoll und auf- und ausgerichtet fühlst. Wenn du das Gefühl hast, wirklich fest im Leben zu stehen. Ich kann nichts umhauen. Und dein Blick voller Freude und Zuversicht auf den Abend und auf die Woche. Und dann beginnen ganz langsam wieder etwas tiefer ein- und auszuatmen. Fühl deine Auflagefläche, wie gut sich die anfühlt. Sei ganz entspannt in allen Gelenken. Wunderbar. Und dann kleine Bewegungsimpulse. Finger, Zehen, Fuß- und Handgelenke. Vielleicht mal kreisen, lockern. Schau, was gerade für dich so passend ist. Schön. Und dann beginnen ganz langsam, dich zu recken und zu strecken, zu gähnen, zu rekeln, dich lang zu machen. In jede Richtung. Wunderbar, nochmal richtig schön langziehen, auseinanderziehen. Sehr schön, dann hol doch mal die Knie ran und wieg dich so ein bisschen nach rechts und links, locker nochmal hin und her. Und wenn das für dich gleich so passt, roll dich über die Seite, komm über die Seite hoch, entweder über den Vierfüßler oder so einfach in eine tiefe Hocke, die Fingerkuppen auf dem Boden. Und dann schieb, wenn du soweit bist, das Becken nach oben. Geh noch einmal in eine tiefe Vorbeuge. Weiche Knie und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben hoch und komm in den aufrechten Stand. Wenn du aufrecht stehst, schau nochmal zu deinen Füßen. Kreis mit den Schultern richtig groß nach hinten. Eine riesige Runde noch. Nimm beide Arme mit, lang nach oben, nach hinten und tief. Zieh dich in die Streckung hier. Und dann lass die Arme lang, zieh dich rechts und links nochmal richtig schön auseinander. Rechte Seite nochmal, linke Seite nochmal, Hände zusammen, runterziehen Richtung Herzen, Daumen aufs Brustbein. Bedanke dich bei dir und deinem Körper, weil alles immer so wunderbar funktioniert. Und dann bedanke ich mich von Herzen bei euch, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen oder online dabei zu sein oder die Aufzeichnung zu schauen. Dankeschön, habt einen schönen Abend.